Im Jahr 2005 haben Michael Otto, mehrere Nichtregierungsorganisationen, Menschen aus der Zivilgesellschaft, Peter Maffay und unser Ministerium eine Initiative Cotton Made in Africa initiiert und in Gang gesetzt. Wir haben und ich habe als Ministerin diese Initiative immer unterstützt und begleitet. Sie ist nämlich beispielhaft für eine solche breite Allianz. Und sie zeigt auch, dass Corporate Social Responsibility mehr sein kann als eine PR-Aktion, sondern wirklich praktisch helfen kann. Die Initiative hat vor allen Dingen die Stärke, dass sie einen neuen, größeren Markt für nachhaltig hergestellte, ökologisch hergestellte Kleidung darstellt. Cotton Made in Africa hat sich zum Ziel gesetzt und sie hat das auch in vielen Stufen umsetzen können, dazu beizutragen, Kinderarbeit zu verhindern, schädliche Arbeitsbedingungen und gesundheitsschädliche Bedingungen zu beenden. Und sie hat mit dazu beigetragen, die Landwirte in den westafrikanischen Ländern zu schulen, damit sie ihre Produkte, die Baumwolle, ökologisch anbauen. Es geht darum, dass Kinder in Afrika eben nicht auf Äckern schuften müssen, sondern dass sie für ihre Zukunft in der Schule lernen können, dass sie Perspektiven im Leben haben. Und wie wichtig die Initiative ist, wird daran deutlich, dass in westafrikanischen Ländern etwa 20 Millionen Menschen vom Anbau von Baumwolle abhängig sind. Die Initiative hat aber auch noch weitere große Fortschritte erreicht. Sie hat zum Beispiel in den Ländern